Hallo, ihr Quirlinge. Der Herr König von Quirland ist in einem Lagerhaus in einer zerstörten Version seiner Hauptstadt Quirstadt. Und hier gab's die üblichen Monarchen und Späher der wilden Jagd und eine pulsierende Kugel. Die was genau bedeutet? Was ist das hier? Ein Türknauf? Fragment der Abbitte. Ein Fragment der Abbitte jenes Bechers, den Nyrissa zum Messen ihrer Aufgabe der Vernichtung von 1000 Königreichen benutzte. Aha. Was muss ich denn überhaupt machen? Oh. Wo kommst du her? Aus dem Nichts. Der Geschichtenerzähler durchlaucht. Das Artefakt, das ihr gerade gefunden habt, ist von größter Bedeutung. Es ist ein Teil der Abbitte. Irgendwo in der Stadt gibt es noch mehr Fragmente dieses verfluchten Kelchs. Wenn ihr diese Fragmente findet und zu mir bringt, werde ich versuchen, sie zu zerstören, um die Macht des Windlichtkönigs zu schwächen. Die Verbindung zwischen Schöpfung und Schöpfer ist kompliziert, fast unvorstellbar. Als der Windlichtkönig den Kelch erschuf, die symbolhafte Manifestation von Nyrissas Fluch, hätte er nie gedacht, dass seine Schöpfung gegen ihn verwendet werden könnte. Aber genau das ist möglich. Ich habe mein Leben der Erschaffung und Wiederherstellung von Artefakten vergangener Zeiten gewidmet. Aber jetzt muss ich das Gegenteil tun. Ich muss ein Artefakt in Staub verwandeln, anstatt es wiederherzustellen. Wisst ihr, wo die anderen Fragmente des Kelches zu finden sind? Sie könnten überall sein, durchlaucht. Alles ist so chaotisch, dass ich ihre Gegenwart nicht spüre. Aha. Wisst ihr, wo sich meine anderen Verbündeten aufhalten? Sie sind über die Inseln verstreut, zu denen die Hauptstadt geworden ist. In gewisser Weise ist das ein Glück, denn auch die Diener des Windlichtkönigs sind verstreut und suchen sie. Unsere Aufgabe wäre viel schwieriger, wenn seine Truppen hier versammelt wären. Macht euch keine Sorgen um eure Verbündeten, ihr müsst euch auf eure Mission konzentrieren. Sie können auf sich aufpassen und werden früher oder später einen Weg finden, sich euch wieder anzuschließen. So, das Fragment geben. Der Geschichtenerzähler nimmt das Fragment vorsichtig aus seiner Hand und seufzt, als würde er sich das Unvermeidliche eingestehen. Meine Hände sind darin geübt, etwas zu erschaffen oder wiederherzustellen, nicht um etwas zu zerstören. Ich hätte Harry mitnehmen sollen. Aber wenn wir dieses Fragment zerstören, werden wir Tausende von Menschenleben vor dem sicheren Tod bewahren. Es musste sein. Wir haben das erste Fragment gefunden und dem Geschichtenerzähler übergeben. Ah ja, schön. Ah, jetzt geht's hier hinten weiter. Aha. Na dann. Ich könnte mal noch Kasse machen bei Evintra Sachen verkaufen. Noch ein paar Goldstücke mehr für den Herrn König. Mit der zerborstenen Hauptstadt. Wo sind wir denn jetzt? In einer anderen Inselwelt der Hauptstadt. Aha. Ich hätte gerne Hast. Au. Diese blöden Blitze. Follow my lead. Das Mega-Warn! Und die wilde Jagd, die nervt allmählich echt. Mega, geht's dir gut? Du bist bezaubert. Irgendwie. Eine richtige Schlacht und kein Papierkram, wie ich das vermisst habe. Ein Keller ohne Abstieg. Hier ist was. Da ist ein Windsding. Nicht ein einziges Monster. Was hast du gesagt? Sie fürchten uns und suchen das Weite. So weit würde ich nicht gehen. Hier ist was. Ein Hut der geistigen Perfektion plus. Ach, holla. Du hast sowas ja schon.
So. Dann kriegt Ekundayo auch diesen Hut. Das ist der Einzige, der den gut gebrauchen kann. Oder? Warte mal, nee, du. Nee, hier. Regonga hat... Es riecht Regonga. Weg, komm mal her. Es steht dir gut, glaub mir. Es steht dir wirklich. Es könnte schlimmer sein. Es passt zur Farbe deines bayerischen Wamses. Und verhilft dir vielleicht zu mehr Zaubern. Wer weiß. Was? Gegner irgendwo? Nein. Die Winzling-Armee hat unten aufgeräumt. Vielleicht muss man ja gegen mehr Gegner kämpfen, wenn man sich weniger Verbündete besorgt hat im Laufe des Spiels. Das ist auch möglich. Ich werde es nie erfahren, ob es so ist. Also, da kommen wir raus. Da unten waren wir. Hier sind wir rumgelaufen. Jetzt hier irgendwie weiter. Aha. A calculated risk. Mhm. Geht gut. Wer ist das? Ah, Mark, komm dazu, jawohl! Mark räumt auf! Schaut ihn euch an! Mit seinem großen, blutigen Zweihänder! Ja, sehr schön! So muss das sein, Amak. Das war ein guter Kampf heute. Ruhm für die Kämpfer, Friede für die Gefallenen. Nee, denen wünsche ich keinen Frieden. Vor allen Dingen sind die ja nicht gefallen. Wir sind in der ersten Welt so halb. Und wenn die wieder... Also, die sind nicht tot, die kommen wieder. Aber ich hoffe, es ist sehr schmerzhaft. Kann man hier rüber? Kann man. Hallo? Hier ist ganz eindeutig... eine Kiste. Warte mal. A reckoning is at hand. Quatsch nicht, teleportiere uns. Massendingensbummens Tür. Dahin. Sehr gut. Zerschmetterte Felsen und Massenheilung, das kann man gut gebrauchen. Und... Tongi des Feenwesen verderben aus kaltem Eisen und Amulett der natürlichen Rüstung plus 5. Warte mal, ein Tongi, was war denn das nochmal? Was war das hier denn? Ach, das Siegel der Schöpfung, das haben wir auch gekriegt, richtig. Was ist das eigentlich? Setzt der Träger dieses Ringes die wilde Gabe kinetische Heilung ein. Ich lese gar nicht weiter. Tongi. Das ist eine exotische Waffe. Geplünderte Hauptstadt Mittelgang. Aha. Ja, wir kommen auch so zurecht. Kuschelt euch um Ekundayo? Nein, um Regonga natürlich. Der muss euch wieder zurück teleportieren. Alles kein Problem. Wachen. Also, wir sind hier rum. Warte mich, hier oben waren wir gar nicht. Kommt man da hin? Da kommt man hin. Ein Eulenbär, ich dreh durch. Oh, warte mal. Es ist mir egal. Das macht Spaß.
Kommt da oben hin. Irgendwie. Papa, ein Elite-Krieger, jawohl. Wir müssen ganz zurücklaufen. Oh je, oh je, oh je. Was ist denn hier? Hier kann man vielleicht abkürzen oder was? Ach nee, das ist ein... Lass mich this quick. Geheimversteck. Die Nerven. Regonga, ich hätte gerne einmal die nächste Hast. Gut. Geht jetzt hier zurück, dahin, wo wir gerade waren, bei den Wachen. Dahin. Hallo, ihr? Das war ja alles klar. Hier in das Haus kommt man nicht rein, denke ich mal. Es erinnert irgendwie ein bisschen an... Oh, hier. Now the beginning of the hunt. Es erinnert ein bisschen an Grimdorn und die ganzen zerstörten Städte da. Und noch mehr. Let's try this one. Outcome. Also liebe Quirlinge, wir bekommen pro Gegner 2000 Erfahrungspunkte. Wir schaffen vielleicht doch noch die Stufe 20. Naja, wir waren vorhin, also, nee, das war, glaube ich, letzte Episode. Da waren wir ziemlich genau in der Hälfte. Von der Hälfte ist jetzt schon so ein knappes Drittel schon wieder weg. Ich wünsche uns viele Jagdspäher und so. Das hilft, ehrlich. Das ist... einen älteren Wurm herbeizaubern. Was man alles kann, ist das schön. Warte mal, hier waren nur Wachen, richtig? Oh je. Ach nee, Lander! Einer dieser Geistesritter begann ein Gespräch mit mir, aber nach ein paar Worten wollte er mich aus irgendeinem Grund töten. Ich weiß auch nicht, also irgendwie kann ich das nachvollziehen. Ich habe schon wieder diese Hast verloren. Was ist denn hier los? Lander hat hier mitgeholfen. Das wollen wir ihm mal positiv anrechnen. Ich meine, das Minus-Konto ist immer noch... gut gefüllt, aber ein bisschen aufgeholt. Kaga. Warmblut, sei vorsichtig. Lebendiges Metall steht uns im Weg. Tötet viele andere Langschwänze. Was meinst du mit lebendiges Metall? Schwarz. Unheimlich. Und macht viel Lärm. Zauber tun ihm nichts. Es kann sich heilen. Ist sehr stark. Weißt du, wo dieses lebendige Metall hergekommen ist? Es kam aus große zerbrochene Kelch. Auch gekommen ist Schatten von Warmblut. Klein, mit Krone und Haaren im Gesicht. Metall ist auch Schatten, ich sehe. Sie kommen aus Vergangenheit und wollen zurück ihr Königreich. Schlecht, wenn tote Schatten laufen, sie wollen uns angreifen. Pfeile von Langschwänzen töten Schatten von Warmblut. Metall sehr wütend deshalb. Aha. Ich das gefunden, du nehmen. Dadurch schwarzes Metall sich nicht heilen. Langschwänze es nicht besiegen können, aber du können. Steinmetz. Das ist eine Waffe. Das ist eine Streitaxt, ein Beil. Da gehen Konstrukte. Wir kämpfen gegen irgendeinen ein Golem oder ein Konstrukt halt. So, wir sind einmal rundherum. Hier müssen wir raus und da ist bestimmt
Dieser Dicke. Where to now? Hast jetzt. Mehr brauchen wir nicht. Alles einsammeln. Konstrukt. Ein Adamant-Golem. Oh. Na dann, gucken wir mal, was er drauf hat. Du bist nicht immun gegen hinterhältige Angriffe und ich kämpfe mit Knock-Knock und Dringir. Du hast echt ein Problem, weißt du das? Deine Taktik war nicht so gut. Und irgendeinen haben die Langschwänze schon umgeballert. Mit Haaren im Gesicht, wahrscheinlich ein zwergischer König. Und ein Gürtel des perfekten Körpers plus 8. Den können wir wahrscheinlich sogar noch gebrauchen. Du hast einen plus 8. Regonga hat einen plus 8. Drinki hat zum Beispiel nur einen plus 6. Du hast einen plus 6. Ja, komm, Herr König, dann. Ne? Er macht eine schlanke Taille, das passt. Warte mal, kriegst du dadurch irgendwie... So richtig verändert sich dadurch ja gar nichts. Warte mal. Körper plus 6. Es steigt dir doch jetzt Stärke, oder? Wieso steigt dir dann... Achso, du hast was anderes an, was dir das schon gibt, richtig? Warte mal. Die Bellenring. Nee. Du hast bestimmt irgendwas an, was dir schon plus 8 auf irgendwas gibt. Hier, die Panzerhandschuhe des Sternensoldaten. Stärke plus 8 hattest du dadurch schon. Ja, gut. Ja, passt. Ist okay. Tavernenanbau. Aber einen toten Zwergen sehe ich jetzt hier nicht. Na, geht mal runter. Da lang. Wo ist eigentlich der Geschichtenerzähler? Ich möchte gerne die nächsten Artefaktsplitter vernichten. Also eins habe ich ja. Und bei Evintra würde ich gerne ein paar Sachen verkaufen. Hallo. Hier. Ein weiteres Fragment durchlaucht. Gut, ich spüre, wie die Mauer der Macht, die eure einzige Residenz umgibt, langsam schwindet. 3 Fragmente könnten ausreichen, um einen Weg frei zu machen. Gut. So, wo sind die Elvindra? Landerlebeda ist auch wieder da. Hab ich hier keinen Händler? Was? Glaube ich nicht. Da wackelt sogar das hier, wenn es hier blitzt. Oh, da ist der Thronsaal. Lass mich raten, das letzte Gefecht findet statt in Dringils Schlafzimmer. Wir nicht einen Händler? Irgendwie nicht. Das ist irgendeinem Grund. Lando, du solltest diese Geschichte, dass ich dieser Typ plötzlich töten wollte, nicht jedem erzählen. So ein kleiner Tipp. Das tut deinem Ruf nicht gut. Wobei es bei ihm auch egal ist. Gibt es jemanden, der einen schlechteren Ruf in Gwerland genießt als Lander Lebeda? Der gute Lyrissa und der Windlichtkönig, alles klar, aber das ist ja was anderes. Au. Mein Eulenbär! Also da waren wir. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen bestimmt da hin. Also es ist gut, dass wir jetzt erstmal da sind. Und schon wieder keine Hast mehr. Da ist was. Eine Ritterrüstung plus 5. Hier oben ist noch irgendwie ein Gebäude. Da muss man doch hinkommen können. Hier.
Rankenwerk. Geht wieder nicht. Together we are unstoppable. Das glaube ich. Kommen wir da hoch? Kommen wir. Schutzring plus 5. Rekonka, du sollst es ja nicht knacken. Hier, das macht der König selber. Und findet mächtiges metamagisches Zauberzepter schnell zaubern. Warte mal. Was macht denn das? Dieses Zepter gewährt seinem Träger die Fähigkeit, täglich bis zu 3 gewirkte Zauber zu beschleunigen, als würden sie mit dem Talent Schnellzaubern modifiziert. Ach. 3 nur. 3 ist zu wenig. So, da ist nicht mehr zu holen. Ringelt euch um Rekonka. Alle unten? Ja. Any fun to be had? Ach komm, gib uns die Hast. Au. Was? Du hast einen Gegner. Which knife do you use? Let's see what they're made of. Ah, das kann sein. Das hier sieht so ruinös aus, als könnte man da rein. Nein, kann man nicht. Da unten, das ist interessant. Da ist eine Kiste, da muss man hinkommen können. They never see you coming. So. Hier ist noch ein Balken. Das ist doch bestimmt eine Aufgabe für die beweglichen, geschickten Helden. Jawohl. 37.323 Goldstücke. Wer hat denn so viele Goldstücke hier gebunkert, ohne Steuer zu bezahlen? Huh? Drauf, danke. So, da unten waren wir. Das sind überall die Beutelchen mit diesen Rabenrittern. Das ist mir jetzt zu doof, das aufzuheben. Wir gehen hier natürlich erstmal hin, weil da wird bestimmt der große Showdown stattfinden. Im königlichen Schlafzimmer. Au! Pitaxianische Soldaten und Gaspere Viacenza oder Lecenza, die Kamera macht hier Faxen. An die Waffen! Es wird Zeit, sich daran zu erinnern, dass es in Pitax nicht nur um Handel und Gesang geht. Ah! Ein Grindalak-Schatten-Attacke! Wie viel gab der jetzt? Nur 3.800. Schade. Darwin war hier. Gut. Sammelt euch. Gaspere, was hast du zu erzählen? Meine Brüder sind schon lange weg, aber ausgerechnet heute vermisse ich ihren Rat und ihre Unterstützung. Und wo ist Darwin? Der hat auch irgendwas zu erzählen, bestimmt. Nee, hat er nicht.
Aber hier ist das letzte Fragment. Schön. Grindalak häuten und sammeln. Ja, das war wohl alles. Hier. Kompositbogen plus 5. That is not far. Das ist nicht weit. So, hierum geht's dann zurück, aber wir müssen erstmal das abgeben. Um es kaputt machen zu lassen. Oh, hier. Mächtiges metamagisches Zauberzepter des Zauberausdehnens. So, wo ist denn hier der Geschichtenerzähler? Hier unten. Wobei, ist es jetzt sinnvoll, da hinzulaufen oder machen wir erstmal... Nee, wir gehen erstmal ohne. Wobei, ich glaube, da ist irgendeine Mauer. Er hat von einer Mauer geredet. Geht's hier weiter? Nee, hier geht's nicht weiter, verstehe. Dann also doch die Abbitte zerstören. Ein drittes. Ja, das ist das letzte. Macht euch bereit, euch laucht. Mit dem dritten Fragment fallen die Barrieren um euer Schloss. Der Windlichtkönig wartet und ist bereit, euch Audienz zu gewähren. Nur 5700! Mach mich nicht schwach. Warte mal. Noch ein bisschen Ruhe. Damit ich wieder Hast habe. Er ist bereit, mir Audienz zu gewähren. Ich fasse es nicht. Kann man hier rumstromern? Nee, kann man nicht. Man kann nur reinlaufen. Alles einsammeln. Und da sind wir im Thronsaal. Deine Schritte hallen von der Decke des verwüsteten Thronsaals wieder. Das Geräusch zieht die Aufmerksamkeit des alten Remus auf sich, der auf den Stufen zum Thron kauert. Er blickt auf und schüttelt den Kopf, als wäre er unzufrieden, schweigt aber. Nichts verrät die Maske einer Gottheit in diesem gebeugten Mann. That creature, that power, I know it, I see it. Rise, my unfortunate jester, so it said. Your performance is not over yet, and so I did. Ah, interessant. Jetzt haben wir den endgültigen Beweis, wer in den Ahorntiefen den Tartuk wiederbelebt hat. Denn Tartuk erstarrt und blickt auf die einsame Gestalt neben dem Thron. Diese Kreatur, diese Macht, ich weiß es, ich sehe es. Erhebe dich, mein glückloser Spaßmacher, sagte er. Deine Vorstellung ist noch nicht vorbei, also erhob ich mich. Still hiding behind masks, eldest. Isn't it time you cast them away? Wie ein Blitz am Nachthimmel erscheint plötzlich Nerissa neben dir. Was hast du eigentlich die letzten Tage über gemacht, Liebes? Hm? Versteckt ihr euch immer noch hinter Masken, Ältester? Wird es nicht Zeit, sie endlich abzulegen? Words, words. How little value we attach to them. And how much they truly mean. But I've grown tired of words and prophecies. I will no longer predict chaos and death. Instead, I will show them to you, myself. Remus richtet sich mühsam und unfreiwillig auf. Worte! Worte, wie wenig Wert wir ihnen beimessen und wie viel sie wirklich bedeuten. Aber ich habe genug von Worten und Prophezeiungen. Ich werde nicht länger Chaos und Tod vorhersagen. Stattdessen werde ich sie euch zeigen. Mich selbst.
Oh, yes, the time has come! The time of fate and curses! Als ob es bisher in Quirland noch keine Zeit der Curses gegeben hätte, du Vogel, also ehrlich. Also manche Maßstäbe muss man echt mal zurechtrücken. Was haben wir denn hier? Der Windlichtkönig. Machen wir mal an. Rabenritter. Was ist denn der Windlichtkönig für einer überhaupt? Er ist ein Feenwesen, Mönch der Stufe 30. Attacke. Okay, Attacke hier. Das war noch nicht alles. You don't seem to like my curses. Maybe you like my curses better. Du scheinst meine Flüche nicht zu mögen. Vielleicht gefallen dir meine... Was? Späße besser? Attacke. Und der Gehörnte. A calculated risk. Wir hätten gerne Hast. Und vielleicht mal ein Gebet oder sowas. Heil mal. Oh! Enough. Schluss damit! Als der Körper des gehörnten Jägers im Feuer verschwindet, wird der zerstörte Thronsaal vom Licht durchflutet. Der Windlichtkönig erscheint in seiner wahren, lodernden Form in der Mitte des Raumes. Seine grimmige Maske ist von Feuer umgeben. Die Spiele sind vorbei. Die Zeit friert ein und hüllt dich und den Ältesten in bernsteinfarbenes Licht. Und dieses Licht wird heller. Die Strahlen durchdringen dich und legen schonungslos deine innersten Geheimnisse, Ängste und Wünsche frei. Etwas in dir schwingt mit dem Licht des Ältesten mit. Dein Fluch. Es fühlt sich an wie der Splitter eines Pfeils, der in einer Wunde steckt. Eine langsame Waffe, die zu deinem Herzen kriecht. Als die Strahlen es berühren, beginnt es sich zu erwärmen, entwickelt sich weiter zu einem Brennen und manifestiert sich dann durch unerträglichen Schmerz. Time for masks is over. You risk challenging an eldest, and I accept the challenge. You will fight not a mere embodiment, but my true essence. This is my essence. I don't need magic or servile monsters to destroy you. Words are enough. Yes, words. I once told you, words spoken in the right time and place possess the power of the storm. You lightheartedly answer that you know what your power and essence are. Der Windlichtkönig beginnt zu sprechen. Du hörst seine Stimme, allerdings nicht mit deinen Ohren. Sie erreicht dich durch die Lichtstrahlen. Sie brennt und ist unwiderstehlich. Die Zeit für Masken ist vorbei. Du wagst es, einen Ältesten herauszufordern, und ich nehme deine Herausforderung an. Ich werde mich dir nicht als eine bloße Verkörperung entgegenstellen, sondern mit meiner wahren Essenz. Das ist meine Essenz. Ich brauche keine Magie oder willenlosen Monster, um dich zu vernichten. Worte reichen dafür aus. Ja, Worte. Ich sagte dir einmal, zur rechten Zeit am rechten Ort gesprochene Worte könnten die Kraft eines Sturms besitzen. Deine leichtfertige Antwort war, dass du um deine Macht und Essenz wüsstest. In Scherzen und Leichtigkeit, mit denen sie ausgesprochen werden. I remember your answer. The world remembers it too. Your answer, your heart, essence. Now, cursed key. I'm taking this part of your soul, as I took away Nerissa's ability to love. What you called your essence is yours no more. Ich erinnere mich an deine Antwort. Die Welt erinnert sich auch. An deine Antwort, dein Herz, deine Essenz. Und nun, verfluchter König, nehme ich diesen Teil deiner Seele, so wie ich Nerissa die Liebe nahm.
Was du deine Essenz nanntest, gehört dir nicht mehr. Die Worte des Ältesten fliegen auf dich zu wie Pfeile und verstärken den Fluch, unter dem du bereits leidest. Du hast nur einen kurzen Augenblick Zeit, um zu antworten. Wir müssen eine 10 würfeln. Okay, wir sind tot. Nie und nimmer schaffen wir das. Warte mal, hier müssten wir eine 11 würfeln. Ah ja. Eure Worte sind nur heiße Luft. Lassen wir sie verpuffen. Das war sowas von klar, oder? Dringil bleibt sich treu. Er hat eine 6 gewürfelt. Der Windigkönig lacht. Sein sanftes, beinahe freundliches Lachen scheint tückisch und ist schrecklicher als jeder Albtraum. Es hallt von dem heißen Metallsplitter wieder, dem Fluche deiner Seele, und verstärkt diesen. Du fühlst, wie sich deine Seele windet und deine Macht verzerrt wird. Let us continue. We both wear the crown. But what do you want? A meager patch of land, a few thousand souls? My dominion is chaos and magic, madness and deceit. Your power is nothing compared to mine. And that is why you are helpless before me. You will take my every blow as a divine punishment, as something imminent. Lass uns fortfahren. Die Stimme des Ältesten verbirgt aufmerksam seine Gedanken. Wir beide tragen eine Krone, aber was besitzt du? Ein karges Stück Land, ein paar tausend Seelen? Mein Herrschaftsgebiet umfasst Chaos und Magie, Wahnsinn und Täuschung. Deine Macht ist nichts im Vergleich zu meiner. Deshalb bist du mir hilflos ausgeliefert. Und deshalb wirst du jeden meiner Angriffe als göttliche Strafe zu spüren bekommen. Als etwas unmittelbar Bevorstehendes. Erneut hast du nur wenig Zeit zu antworten, aber deine Antwort ist das Einzige, was dich vor dem nächsten Angriff des Ältesten schützen kann. Hier unten habe ich vielleicht ein paar Sachen. Tja. Das war ja... Ich sag mir, wenn wir Dringil würfeln lassen, es wird alles immer nur schlimmer. Ach komm, Dringil, wir reiten dich jetzt richtig in die Scheiße. Wissen, Religion, Schwierigkeitsgrad 45, Bonus durch den Ersatzmichel 33. Wir müssen eine 12 würfeln. Eine 12, eine unerreichbar hohe Zahl auf einem W20, wenn ein Dringil würfeln darf in Pathfinder. Ich weiß genug über Göttlichkeit, um zu erkennen, dass ihr kein Gott seid. Versucht nicht, mir Angst zu machen. Eine solche Macht habt ihr nicht. Oh! Oh! Eine 16! Wissen verleiht große Macht. Es hüllt dich in einen unsichtbaren Schleier und schützt dich vor dem Angriff des Ältesten. Du spürst seine Wut, aber du weißt, dass es kein göttlicher Zorn ist, sondern die Gefühle eines uralten Wesens. Mächtig, aber nicht allmächtig. Mhm. I'm curious what you think of me, cursed king. Do you see me as a villain or a simple joker? In truth, well, everyone can see the truth. Being an eldest means being one of the many strings that hold the world in place. Being an eldest means being such a vast and self-sufficient value that one's equals become strangers and one's inferiors are entirely insignificant. I am an eldest. Laughter, guile, transformation, that's what I am. Being what I am, I will let you feel a modicum of my loneliness. I will take away your pillar of strength. Ich bin neugierig, was du von mir hältst, verfluchter König. Bin ich für dich ein Schurke oder ein einfacher Witzbold? Dir sollte klar sein, dass du nie in der Lage sein wirst, die Wahrheit zu erfahren. Ein Ältester zu sein bedeutet, einer der vielen Fäden zu sein, die die Welt an ihrem Platz halten. Ältester zu sein bedeutet, so unsagbar mächtig zu sein, dass seinesgleichen zu Fremden werden und Schwächere völlig bedeutungslos sind. Ich bin ein Ältester. Gelächter, List, Umwandlung, das bin ich. Und da ich nun mal bin, wer ich bin, wirst du einen Funken meiner Einsamkeit zu spüren bekommen. Ich werde dir die Grundlage deiner Kraft entreißen. Au. Was? Nun, da du deine gesamte Unterstützung verloren hast, stehst du der Gottheit alleine gegenüber. Eine bedrückende Stille liegt über dem zerstörten Thronsaal. Wir können nur die neutrale Antwort geben. Meine Macht übersteigt die eure, Ältester. Die eure und auch die aller anderen. Ich werde ändern, was ihr getan habt.
Aha, das ist aber eine sehr kesse Antwort, aber gut. Das gleißende Licht zieht sich zurück, als hätte es Angst wie eine lebende Kreatur. Das glühende Metall des Fluchs kühlt ab. Es tut immer noch weh, aber der Schmerz kommt dir nicht mehr unerträglich vor. Du stehst vor dem Ältesten, wie vor einem leuchtenden, lebenden Stern. Und er blickt dich an, als sähe er dich zum ersten Mal. Good. You can play with words. Let us see if you can withstand the heat of my fire. Der Windlichtkönig schweigt. Du spürst in seinem Schweigen allerdings keine wütende Fassungslosigkeit, sondern endloses, grenzenloses Staunen. Gut. Du bist ein Meister der Worte. Das ist Dringil nicht mit einem Überzeugungsskill von 7? Mal sehen, ob du aber die Hitze des Feuers standhältst. Oder vielmehr ihr. Oh, was? Das ist schon mal gut. Warte mal. Was hast du jetzt für Waffen? Willensbrecher Mitral, Finesse ist gut. Dolch aus kaltem Eisen ist auch gut. Mach mal weiter. Ach, die Gefährten kommen ja auch dazu, dann ist es kein Problem. Au. Was platzt denn da hinten? Nur wenige konnten bisher einen Stern sterben sehen. Die feurige Gestalt des Windlichtkönigs ist mit Inseln aus kalter und lebloser Dunkelheit bedeckt, die sich ausbreiten und ihn mit einem dumpfen Stöhnen verschlingen, bis nichts als eine Wolke pechschwarzen Staubs zurückbleibt. Einen Moment später jedoch, genau dort, wo die Krone des Ältesten brannte, erscheint ein weiteres leuchtendes Bild. Es wird deutlicher, glüht und verwandelt sich in eine vertraute Silhouette mit Krone. I don't remember sensing it for a thousand millennia. Der Windlichtkönig erstarrt, sein Licht flackert seltsam und seine Maske beginnt sich rasend schnell zu verändern. Einen Atemzug später siehst du eine schreckliche Grimasse des Zorns, die nach einem weiteren Atemzug verspieltem Erstaunen weicht. Kurz darauf spiegelt seine Maske väterliche Fürsorge wieder. Besiegt! Was für ein erfrischendes Gefühl! Das habe ich schon seit etlichen Jahrtausenden nicht mehr erlebt. But what's next? How will you end this story? With an idol, elegant and refined. The hero defeats a deity in battle. Impressive, it grants the victor power and immortality. The hero enters the chambers of the deity to become his champion and herald. Eternal, powerful, equally glorified both in the First World and in Galarian. His kingdom healed from its wounds and flourished under the rule of the immortal champion. A beautiful ending, isn't it? And this legend is yours for the asking. Aber was nun? Wie wollt ihr diese Geschichte beenden, Dringil? Ich wüsste ein gutes Ende, elegant und durchdacht. Der Held besiegt eine Gottheit im Kampf, beeindruckt gewährt sie dem Sieger Macht und Unsterblichkeit. Der Held betritt die Kammer der Gottheit, um ihr Meister und Herold zu werden. Ewig, mächtig, gleichermaßen gepriesen sowohl in der ersten Welt als auch in Golarion. Sein Königreich ist von seinen Wunden geheilt und blüht auf unter der Herrschaft des unsterblichen Meisters. Ein schönes Ende, nicht wahr, Dringil? Und diese Legende gehört euch. Trust the laughing lie. Don't do this. Not after everything you and I have endured because of him. I can give you immortality and power, though not as much as the Lantern Kings. Perhaps we won't be able to stand against the Eldest, but... Accept my gift and my patronage, and together we will make him pay for what he's done. Der lachenden Lüge glauben? Tut das nicht. Nicht nach allem, was wir wegen ihm durchleiden mussten. Ich kann euch Unsterblichkeit und Macht verleihen, wenn auch nicht in dem Maße, wie es der Windlichtkönig kann. Vielleicht können wir uns nicht gegen den Ältesten stellen, aber nehmt mein Geschenk und meinen Schutz an, dann werden wir ihn gemeinsam für seine Taten zur Rechenschaft ziehen. How sad it is to hear you, Nyrissa. Thousands of years for nothing! You haven't learned a single lesson. Never learned to atone. But what do you say? Deine Worte machen mich sehr traurig, Nyrissa. Tausende von Jahren für nichts. Du hast keine einzige Lektion gelernt. Du hast nie gelernt, Buße zu tun. Aber was sagst du dazu, Dringil?
Ihn töten. Ah. Was verlangt ihr als Gegenleistung für die Unsterblichkeit, Ältester? Und was genau bietet ihr als Belohnung? Was ist mit Nerissa? Was passiert mit ihr, wenn ich euer Angebot... Okay, das müssen wir alles erstmal anklicken, glaube ich. Man kann ja mal fragen. Das ist ja noch keine Zustimmung, glaube ich, so wie ich das hier lese. Was verlangt ihr als Gegenleistung für die Unsterblichkeit, Eldester? Und was genau bietet ihr als Belohnung? That is easy. I will return your kingdom to Galarian and strengthen its connection to the First World. In their homeland, the Fae can endlessly return to life. I will give to you the same gift. So long as you remain an enclave of the First World, death within its borders will never threaten. Das ist leicht. Die Stimme des Windlichtkönigs klingt sorglos und entspannt. Aber es ist schwer auszumachen, ob er wirklich so ruhig ist. Ich werde dein Königreich nach Golarion zurückbringen und seine Verbindung zur ersten Welt stärken. In ihrer Heimatwelt können die Feenwesen endlos oft ins Leben zurückkehren. Und ich mache dir das gleiche Geschenk. Und solange Gwirland eine Enklave der ersten Welt bleibt, droht dir innerhalb seiner Grenzen niemals der Tod. As for the prize, I'm not offering you the position of a servant. Believe it or not, I am lonely. Divine power and immortality are a heavy burden. To accept it means losing all your friends and companions, but you can find allies and reliable assistance. This is what I'm looking for, a herald and a general with whom I can share eternity, and together we'll play a thousand wonderful pranks and spread our power across the First World and further, much further. Was den Preis betrifft, ich biete euch nicht die Stellung eines Dieners an, Dringil. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich fühle mich einsam. Göttliche Macht und Unsterblichkeit sind eine schwere Last und sie anzunehmen heißt, alle Freunde und Gefährten zurückzulassen. Aber ihr könnt Verbündete und zuverlässige Helfer finden. Das ist es, wonach ich suche. Ein Herold und General, mit dem ich die Ewigkeit teile. Zusammen werden wir tausende wunderbare Streiche spielen und unsere Macht über die erste Welt und noch viel weiter ausdehnen. Ich glaube, irgendwann werden die Götter einschreiten. Das ist keine gute Idee. Was ist mit Nerissa? Was passiert mit ihr, wenn ich eurem Angebot zustimme? What do you think? I can let my misguided protege go wherever she likes. Knowing her, I'm doubtful she will become a humble exile. Was wohl? Ich lasse meinen törichten Schützling gehen, wohin sie will. Aber da ich sie kenne, bezweifle ich, dass sie sich bescheiden in die Verbannung zurückzieht. I won't. I've come too far to go back. It might take me a thousand years and thousands of deaths, but I will find a way to get back at you, Eldest. Even if he betrays our alliance and becomes your puppet. Das werde ich nicht. Ich bin zu weit gekommen, um zurückzugehen. Es könnte tausende Jahre und tausende Tode dauern, aber ich werde einen Weg finden, es euch heimzuzahlen, Ältester. Auch wenn Dringil unser Bündnis verrät und zu eurer Marionette wird. Was schlägst du vor, Nerissa? I suggest we do not kneel. We are both cursed, you and I. But so what? The curse can harm you only as much as affliction touches your kingdom. But now, with the eldest wounded and bleeding, his henchmen all slain, I can return your state to the material plane. It will heal its wounds, and so will you. I'll create a bond between you and the First World, granting you immortality. Just as the Lantern King promises. Ich schlage vor, dass wir nicht niederknien. Wir beide sind verflucht, aber spielt das eine Rolle? Der Fluch kann euch nur so sehr schaden, wie euer Königreich mit Leid in Berührung kommt. Aber nun, da der Älteste verwundet ist und seine Schergen getötet wurden, kann ich euren Staat in die materielle Ebene zurückbringen. Sie wird euch und eure Wunden heilen. Ich schaffe eine Verbindung zwischen euch und der ersten Welt, die euch Unsterblichkeit verleiht, wie es der Windlichtkönig verspricht. Und welche Rolle spiele ich dabei, Eindringling? The role of the vanquished. I know you will hardly accept a defeat, Eldest. You may try to attack us again, but we defeated you once, and we will do it again if we must. I'm ready to fight you forever if I have to. Die Rolle des Besiegten.
Ich weiß, es fällt euch schwer, eine Niederlage hinzunehmen, Ältester. Ihr könntet versuchen, uns erneut anzugreifen, aber wir haben euch einmal besiegt und wir werden es wieder tun, wenn es sein muss. Ich bin bereit, euch bis in alle Ewigkeit zu bekämpfen, wenn es sein muss. Ein Sturm wütet in Yurisas Stimme. Ach nee, also Dringil hat die Nase voll von diesem ganzen Feentheater hier. Das ist aber auch schön. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht töten kann? Ich werde es jetzt nämlich versuchen. Das ist so schön. Was ist ein Dringil-Spruch eigentlich? Also, wir werden weder Nyrissa noch sein Angebot annehmen. Das ist ja, das verlängert ja nur das ganze Theater. Aber wir können ihn ja nicht killen. Er ist ein Ältester in der ersten Welt. Das ist völlig ausgeschlossen. Die Frage ist auch, wenn wir ihn dann dadurch schwächen, was Nyrissa dann macht. Im Moment scheinen sie sich beide ja so ein bisschen gegenseitig aufzuheben und zu neutralisieren. Das ist vielleicht das Beste. Und da Dringil echt keinen Bock mehr auf die ganze Geschichte hat. Na, wobei, das ist halt auch Dringil, ja. Der macht doch manchmal auch dumme Sachen. Wir werden den Würfel entscheiden lassen. Moment. Also, die Wahl steht zwischen Antwort 4 und Antwort 5. Antwort 4, ich werde mich nicht vor euch beugen, Ältester. Macht euch keine Hoffnungen. Hier ist mein Angebot. Hebt den Fluch auf, bringt mein Königreich zurück nach Golarion und vergesst, dass wir existieren. Dann werde ich vergessen, dass ihr existiert. Oder Antwort 5, ihn töten. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht töten kann? Ich werde es jetzt nämlich versuchen. W20-Wurf 1 bis 10, Antwort 4, 11 bis 20, Antwort 5. Ist eine 11. Na gut. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht töten kann? Ich werde es jetzt nämlich versuchen. Did I tell you I don't like dying? Well, I don't. Perhaps we should stop this pointless exercise and speak seriously? Ach, schade. Na gut, dann bleibt ja nur noch das übrig hier. Ich werde mich nicht vor euch beugen, Ältester. Macht euch keine Hoffnungen. Hier ist mein Angebot. Hebt den Fluch auf, bringt mein Königreich zurück nach Golarion und vergesst, dass wir existieren. Dann werde ich vergessen, dass ihr existiert. Nachdem du gesprochen hast, herrscht abgrundtiefe Stille. Licht strömt aus den Augen der Maske des Windlichtkönigs. Noch immer die Maske väterlicher Fürsorge, aber du weißt, was sich dahinter verbirgt. So be it. This performance has run its course. It would be unwise to continue. Besides, I have no love of dying and returning to life. My fellow eldest are very good at playing especially intricate pranks at that exact moment. Der Windlichtkönig spricht seine Worte sehr beherrscht und behäbig, als würde er sie vorlesen. So sei es. Meine Darbietung ist zu Ende. Es wäre unklug, sie fortzusetzen. Außerdem habe ich wenig Interesse zu sterben und dann ins Leben zurückzukehren. Die anderen Ältesten spielen in solchen Momenten gerne besonders durchtriebene Streiche. Ach, schade. You were cursed by my will. By my will you are now free from the curse. May the shackles be broken, the fetters be loosened. What's been stolen will be returned. What's been divided will be made whole again. I say farewell and release your kingdom to the material plane. Go. Be glad of your ordinary mortal life. Forget the gods of the first world. Now they no longer concern you. Mhm. Ich war es, der dich verflucht hat, König Dringil. Und auch jetzt obliegt es meinem Willen, dich von deinem Fluch zu befreien. Mögen die Fesseln gelockert werden und mögest du dich von ihnen befreien. Möge Gestohlenes zurückgegeben werden und das Geteilte wieder zu einem Ganzen werden. Ich sage Lebewohl und entlasse dein Reich wieder in die materielle Ebene. Geh und genieße dein gewöhnliches Leben als Sterblicher und beschäftige dich nicht mehr mit den Göttern der ersten Welt. Sie interessieren sich nicht mehr für dich. Du kannst nicht für alle sprechen, nur für dich selber. Er wird größer. Au, 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 au. So. Now that the eldest and other spiteful beings wouldn't be bothering us, the king returned to his subjects and celebrated the victory and the end of the kingdom's miseries with great fanfare. Everything gradually returned to normal, including our exciting lives. Not always peaceful,
but also not troubled by invasions from another world. And little by little, our heroes and the common folk began to forget the sorrows of the past. Sometimes, on clear spring nights, the king saw dreams. In them, the nymph Nyrissa, fierce and wounded, battled the Jabberwock, died, and returned to life, again and again and again. Nachdem die Ältesten und andere gehässige Wesen uns nun nicht länger belästigen würden, kehrte der König zu seinen Untertanen zurück und feierte den Sieg und das Ende der Sorgen des Königreichs mit einem rauschenden Fest. Langsam kehrte wieder Normalität ein, auch in unseren aufregenden Leben. Nicht immer friedlich, aber auch nicht länger durch Invasionen aus einer anderen Welt gestört. Und nach begannen unsere Helden und das einfache Volk, die Leiden der Vergangenheit zu vergessen. Manchmal in klaren Frühlingsnächten sah der König Träume. Darin bekämpfte die Nymphe Nyrissa, stark und verwundet, gegen den Jabberwock, starb und kehrte ins Leben zurück. Wieder und wieder und wieder. Wer ist denn der Jabberwock? The kingdom built by our hero became an example for all its neighbors. What else would you expect? The stolen lands became the only place where the citizens sincerely... So, ich glaube, das hier ist jetzt tatsächlich größtenteils das Gleiche, was wir schon haben. Ich guck mal durch, ob hier irgendwo was drin steckt, was wir noch nicht haben. Die Raublande werden Land der Volksherrschaft genannt, denn in diesen Gefilden hat das einfache Volk das Gefühl, sein Schicksal wirklich selbst bestimmen zu können. Leider ermöglichte das Fehlen einer höheren Autorität einer der reichsten Regionen des Königreichs, sich zur unabhängigen Republik zu erklären. Das wollen wir auch gar nicht haben. So, dann ist hier wieder der Fall von Galt. Schatzkammer ist leer. Der König wurde zu einem wahren Schutzpatron der edlen Künste. Ja, kennen wir auch. Und ja gut, der Rest, der kann sich ja nicht großartig geändert haben. Der rastlose und glücklose Verräter Landa Lebeda nutzte die Spannungen in seiner Heimat und verließ sein Reich erneut, um andernorts einen erneuten Betrug zu versuchen. Ach Mensch, Landa! Mann! So, das ist eigentlich immer das Gleiche hier. Ich glaube, da hat sich nicht wirklich was geändert, so grundsätzlich. Hier vielleicht? Ohne Kaneras Einfluss ist Kalike seit dem Bruch mit ihrer Schwester härter und dem Bösen gegenüber unduldsamer geworden. Sie hat ihren gesamten Einfluss als Gefährtin des legendären Königs geltend gemacht, um mehrere Heime für junge Tieflinge einzurichten. Diese Kinder sind mittlerweile ihre persönliche Armee und haben sich mit zunehmendem Alter dem Kampf gegen das Böse verschrieben. Insbesondere gegen Teufel und deren Intrigen. Das ist neu. So. Und das war's jetzt. 401 Episoden Gwirtblay Pathfinder Kingmaker sind hiermit zu Ende, denn ich könnte zwar theoretisch nochmal laden und Nyrissa killen, aber das hat, wie ihr mir geschrieben habt, dann auch nur zur Folge, dass man dann auch hier in dieser, diesen Kampf gegen den Windlichtkönig eintaucht und dann kommt da irgendwie auch nichts anderes bei raus. Ich glaube, das hat keinen Mehrwert, das noch zu spielen. Ja, was gibt's zu sagen nach 401 Episode? Es sind hunderte von Stunden. Ich glaube, es sind an die 200 Stunden oder so Material, wenn man alles angeschaut hat. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mal angefangen, die einzelnen Episodenlängen zusammen zu addieren. Ich bin aber nicht durchgekommen, weil es so viele sind. Ja, es ist halt lang.
das längste Gameplay von allen bisher. Ich hoffe auch sehr, dass es nicht bald ein anderes Spiel gibt, was das reißt, diesen Rekord. Ich könnte jetzt viel erzählen über dies und das und jenes. Ich will mich aber auf ein paar wenige Punkte beschränken, sonst quatsche ich noch eine weitere halbe Stunde. Es ist ein klassisches Party-Rollenspiel und muss sich quasi direkt messen mit so Baldur's Gate-artigen anderen Spielen. Und ich muss sagen, es ist in allem überlegen. Also dieses Zusammenspiel mit diesem Königreich, mit dieser Reichsverwaltung und den Sachen, die da so auftauchen und die man sich kümmern muss, diese Kapitel mit dieser Bedrohung, die sich da aufbaut, das ist wirklich sensationell gut. Da treten alle Unzulänglichkeiten des Spiels, hier und da ein paar Bugs und hier und da ein paar Sachen, wo ich mich dann aufgeregt habe, weil es rollenspielerisch irgendwie ganz komisch war, treten da völlig in den Hintergrund, weil wer viel macht, kann auch viel verkehrt machen. Und die Quote dessen, was hier wirklich verkehrt gemacht worden ist in der Geschichte und in dem ganzen Epos, in der ganzen Dramaturgie der Geschichte, das kann man mit der Lupe suchen. Das kann man also getrost vom Tisch wischen. Und deswegen kann ich für mich persönlich nur dieses Spiel zum besten Party-Rollenspiel erklären, das ich je gespielt habe. Es übertrifft auch Pillars of Eternity und wird sich mit zukünftigen Spielen messen müssen, beziehungsweise umgedreht. Es soll ja ein neues Baldur's Gate erscheinen im Jahr 2020 oder nachfolgend. Und es wird sicherlich auch weitere andere ähnliche Spiele geben, aber das hier ist für mich tatsächlich das Beste. Auch wenn die versammelte Spielepresse das nicht so sieht, da läuft es irgendwo nur im Mittelfeld, das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist einfach unübertroffen gut und ich kann nur jedem raten, dieses Spiel zu spielen. Es hat einen hohen Wiederspielwert tatsächlich. Man könnte mit einer ganz anderen Klasse, mit einer ganz anderen Gesinnung jetzt mal versuchen, ein ganz anderes Ende zu spielen. Den einzigen wirklichen Kritikpunkt, den ich anbringen muss, der mich wirklich ärgert, ist die Tatsache, dass es dieses True Ending, den wirklichen Sieg über den Windlichtkönig, nur gibt, wenn man einen unfassbar demutsvoll guten Charakter spielt und zwar über die ganzen 3, 4, 5 Ingame-Jahre der Geschichte hinüber, also hinweg. Nein. Also jeder, der irgendwie ein bisschen rollenspielerisch seinen Charakter anlegt, der wird ihn auch mit Schwächen ausstatten und wird jetzt keinen Heiligen spielen, der vielleicht genau das tut, was man tun muss, um am Ende das sogenannte True Ending zu kriegen. Und da hätte es mir besser gefallen, wenn es für die bösen Könige und für die neutralen Könige auch eine Art True Ending gegeben hätte. Also einzigartige Enden, die man nur dadurch haben kann, dass man eben über das Spiel hinweg besondere Entscheidungen trifft. Also ich muss es ein bisschen erklären. Wie meine ich das? Es ist ja so, dass man im Spiel über auf verschiedene Entscheidungen trifft oder in verschiedene Entscheidungen dann fällt und die halt am Ende sich dann dazu verdichten, ob man dieses True Ending kriegt oder ob man es nicht bekommt. Und die Gesinnung scheint eine große Rolle dabei zu spielen. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es so gemacht, dass man sagt, okay, es gibt ein True Ending für die Guten, für die Neutralen und für die bösen Charaktere, also quasi 3 True Endings. Und genauso wie es halt Entscheidungen gibt, die man über das Spiel treffen kann, wie es jetzt gerade ist, die das gute True Ending geben, gäbe es auch andere Entscheidungen, beziehungsweise die gleiche Entscheidungssituation mal so entschieden, gäbe halt Punkte für das gute True-Ending, Punkte für das böse True-Ending, Punkte für das neutrale True-Ending. Das hätte zur Folge, dass Spieler, die irgendwie immer die Gesinnung wechseln und mal Hü, mal Hot entscheiden, natürlich ein True-Ending niemals erreichen werden. Aber alle, die irgendwie sich an den neutralen Weg so halbwegs halten und an den guten Weg oder an den bösen Weg, die haben dann am Ende halt eine gewisse Punktzahl. Und wenn man eine gewisse Mindestpunktzahl übersteigt, also man kann vielleicht maximal 100 Punkte erreichen, wenn man halt das komplett ausfüllt, den guten, bösen oder den neutralen Weg. Und wenn man da irgendwie 80 Punkte gesammelt hätte am Ende des Spiels, ein paar Ausrutscher kann man immer haben oder ein paar Questereignisse, die man vielleicht nie erreicht, weil man vorher andere Entscheidungen getroffen hat. Wenn man dann 80 Punkte auf einer dieser Skalen erreicht hat, dann hat man halt die Chance, das True Ending dieser einen Gesinnung einzubiegen. Und da hätte es dann sein können, wieder mit dem guten True Ending, dass man angeblicher Lyrissa dann wieder mit ihrer Liebe versöhnen kann und dann tatsächlich den Windlichtkönig besiegen kann. Das haben wir ja hier nicht geschafft. Der ist ja nur, ja, er hat einen Kampf verloren, aber nicht die Schlacht. Oder er hat die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Ne? Es war ja letztlich ein Patt.
Und mit dem richtigen True Ending kann man ihn wohl tatsächlich komplett besiegen, mit Nyrissas Hilfe. Jetzt wäre es schön, also das kann, hätte so bleiben können, für den neutralen Weg, oder sagen wir mal, für den bösen Weg hätte man sich vielleicht tatsächlich so richtig mit dem Windigkönig verbünden können, aber nicht auf die Art, wie er das gerade gemacht hat und auch nicht, nachdem er ihn erst besiegt hat, sondern von Anfang an. Das wäre so ein interessantes Ende gewesen. Dann auch zu schauen, was mit Quirland eigentlich passiert, wenn man sich mit dem Windigkönig verbündet. Und das neutrale Ende wäre vielleicht so gewesen, dass man dadurch vielleicht antriggert, dass irgendwelche golarische Götter sich einmischen. Weil das, was der Windigkönig ja gemacht hat, das kann denen ja nicht verborgen geblieben sein. Und es wäre ja interessant, wenn jetzt irgendein golarischer Gott eingreifen würde und sagen würde, jetzt reicht's aber langsam hier mit deinen Späßchen, deiner Scharade. Ich greife jetzt ein und dann wird halt nach Maßgabe einer Gottheit, die dann halt eingreift, entsprechend ein Ende herbeigeführt. Und da wäre sogar noch möglich, dass man überlegt, welche Gottheit da eingreift. Es gab ja ein paar Gottheiten, mit denen hat man im Spiel ein bisschen mehr zu tun gehabt. Mit Sarenrae, der Michelgöttin, mit hier Thorak und ich habe den Namen schon wieder vergessen, ja, also der Gott von Harim, Grotus natürlich, mit der Barbarengottheit Gorum hat man mehr zu tun gehabt. In gewisser Weise auch mit Kalistia und Abadar, aber gab es da noch ein paar mehr. Aber so aus diesen fünften, sechsten, mit denen man vielleicht eher was zu tun hatte, questmäßig. Je nachdem, was man da questmäßig entschieden hat, kommt dann halt ein dieser Götter und sagt, so ist hier Schluss und es wird hier so irgendwas gemacht. Das wäre jetzt irgendwie ein neutrales Ende nach dem Motto, der Herrscher selbst entscheidet gar nicht, was passiert, er bleibt neutral, er überlässt es den Göttern zu entscheiden, was jetzt hier passiert. Das wäre interessant gewesen. Und natürlich, wenn man, wie schon erwähnt, die Bedingungen für das, für eines der drei True Endings nicht kriegt, dann hat man halt irgendwie so ein gemischtes Ende, so wie ich es hier hatte im Spiel, dass man halt irgendwie die Nyrissa zur Abbitte schickt und damit ist Quirland zwar gerettet, aber in der ersten Welt sind die Dinge genauso schlimm wie vorher. Das wäre noch eine Verbesserung gewesen, eine fundamentale Verbesserung, aber ich kann nachvollziehen, dass das die Programmierung des Spiels noch einmal um mindestens ein Quartal verzögert hätte, wenn nicht noch mehr. Es ist so groß und komplex und ich habe es noch nie erlebt, dass Kleinigkeiten vom Anfang des Spiels einen hinterher so einholen können. Das ist richtig gut, aber wie gesagt, das könnte man noch ausbauen. Und vielleicht wird es ja auch ausgebaut, denn für die, die es noch nicht wissen, es ist ein weiteres Pathfinder-Spiel von den Owlcats angekündigt worden, Anfang Dezember 2019. Das wird wohl heißen Wrath of the Righteous. Hat aber hier mit der Pathfinder-Kingmaker-Kampagne nichts zu tun, was ich ein bisschen schade finde. Ich bin halt immer ein großer Fan davon, dass man die Ergebnisse eines ersten Spiels ins zweite importiert und dann zumindest irgendwie halt im zweiten Spiel davon hört. Also es wäre natürlich schön, in einem zweiten Spiel dann mal von Quirland und König Dringil zu hören, auch wenn das da überhaupt keine Rolle spielt, weil man mit einem neuen Helden in einer ganz anderen Ecke Golarions ganz andere Probleme zu bekämpfen hat. Ja, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht zu diesem Spiel sagen. Es ist ein sehr schönes Let's Play geworden. Ich habe es keine Sekunde bereut, bis auf ganz wenige, das angefangen zu haben. Ich habe am Anfang nicht gewusst, was auf mich zukommt. An Breite, Höhe und Tiefe. Und ich glaube, ich bin der erste deutschsprachige Let's Player, der es geschafft hat, das komplette Spiel durchzuspielen und zu zeigen. Inklusive aller DLCs. Und es werden ja wohl auch keine weiteren mehr kommen. Was ich noch interessant fände, das wäre das Letzte, was ich noch sagen möchte hierzu. Es gibt ja Mods zum Spiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut das Spiel modbar ist. Aber wenn es sehr gut modbar wäre, dann würde es bestimmt irgendwelche völlig verrückten Modder geben, die anfangen, das Spiel so umzubauen, dass es praktisch eine Total Conversion wird. Ob das technisch geht, weiß ich nicht. Aber es wäre natürlich sehr interessant, wenn so etwas kommen würde. Wenn also Mods das Spiel komplett umbauen oder so stark umbauen, dass man praktisch ein neues Spiel hat. Das wäre sehr interessant. Und dann könnte ich auch nochmal darüber nachdenken, das Spiel nochmal zu Let's Playen. Im Moment, auch wenn das der Wiederspielwert gegeben ist, ist es für einen Let's Player natürlich nicht sinnvoll, das nochmal zu zeigen. Weil es so viele andere Spiele gibt, die schön sind und vor der Tür stehen und die sehenswert sind. Und wie gesagt, der zweite Teil ja schon angekündigt ist. Der wird vielleicht sogar irgendwann im Jahr 2020 schon erscheinen, weil das ganze Grundgerüst des Spiels ist ja schon vorhanden und die Grafik und die ganzen Effekte, das ist ja alles noch sehr wettbewerbsfähig aktuell, also da muss man nicht unbedingt viel dran drehen.
Im Grunde genommen muss man ja einfach nur neue Quests, neue Story bauen, ein paar Sachen noch verbessern und ein paar neue Dinge einbauen. Und dann hat man ja schon das fertige Spiel, weil das ganze Grundgerüst ja schon da ist. Insofern glaube ich durchaus, dass das 2020 bereits erscheinen kann. Aber sicherlich nicht am Anfang, sondern eher am Ende des Jahres. Gut, damit bin ich hier durch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das Let's Play von Anfang bis Ende verfolgt hat, wie ihr das so findet. Ich möchte mich bedanken bei den Gewirrlingen, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite standen, die mir geholfen haben, in diesem mir fremden Rollenspielsystem mich ein bisschen zurechtzufinden. Ich hätte bestimmt manches Mal ins Mikrofon gebissen vor Wut und Verzweiflung, weil ich gewisse Zusammenhänge der Spielmechanik einfach nicht verstanden hätte. Insofern vielen Dank vor allen Dingen an Luther, aber auch natürlich an die Baronie-Statthalter. Das war Patrick mit den Outskirts und den Glennebonn-Gebieten. Dann Luther hatte die südliche Nahlmark, Terra hatte die Kamelande. Der Kollege Tobler hatte die nördliche Nahlmark, Kravion den Silberstufensee, Jelly die Dunkelwacht, Peter Buffy hatte die düstere Nahlmark und Sarah Peak hatte die Hügel von Levenis. Vielen Dank, dass ihr hier mitgewirkt habt an diesem Gewirrplay, an dem Reich Gewirrland. Ich glaube, wir haben unsere Sache insgesamt gut gemacht. So einfach war der Schwierigkeitsgrad ja auch nicht, auf dem wir gespielt haben. Und wird er sicherlich auch nicht beim Nachfolgespiel. So. Hier ist jetzt Schluss. Vielen Dank für alle Zuschauer. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn euch der Kanal gefällt, beziehungsweise derartige Let's Plays. Wrath of the Righteous wird es hier garantiert zu sehen geben, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen funkt. Und bis dahin kann ich euch nur auf viele schöne andere Projekte verweisen und bin hier erstmal weg.